Übrigens, im Sagen, wie beim Vielen, kommt man viel effizienter und schneller voran, wenn man nicht hocken dazu. Wenn man da fast keinen Druck kann auf Vielen geben. Viel besser ist, wenn man breit tut, vor das Werkstück herstehen, das Gewicht auf beide Arme, gut, dann kann man aus den Füßen raus mit Druck die Vielen nach vorne drücken, die Zähne noch nach vorne schauen, die so Eisenspäne abtragen. So kommt man rasch voran und kann eine Arbeit gut und schnell ausführen. Das gleiche auch im Sagen natürlich. Immer nach vorne drücken, schön breit stehen. So kann man effizient arbeiten. So. Langsam näher in den hier an der Linie. Das Blaue ist ja noch ein Abfallstück. Eigentlich, mein Stück fährt ja erst an, den unteren Blauen. Das Blaue muss ich noch wegmachen. Mit der Rundung der Vielen kann ich schön so das rausdrücken. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Ecken hier. Das sollte so sein, dass es schön eine Spitze gibt. Das kann ich mal ein bisschen näher anschauen. Also da ist die Trennung zwischen meinen beiden Fingerkuppen. So. Jetzt muss ich das hier noch wegfielen. Und das Problem ist das, ich rutsche immer mit meinen Fielen da drüber und mache immer den Spitz, den ich da schön will, den geht mir verloren. Immer wenn ich druckvoll drüber fielen, rutsche ich mal drüber und dann wird es wieder rund. Damit das nicht passiert, tue ich den Daumen so her und mit den Fielen ansetzen, von hier aus gegen den hinteren stossen. Also so. So. Ich tue mit dem Daumen vermeiden, dass die Vielen drüber runterrutscht und von hier aus tue ich gegen den hinteren stossen. Das gleiche nachher auf dieser Seite. Ich tue mit dem Daumen hier verhindern, dass sie drüber rutschen. Wenn es mir gegen den Hang läuft, kann ich auch das Stück umkehren. Auf dieser Seite einspannen. Daumen so her und der Vierer so viel. Es sollte möglich sein, dass ich hier eine schöne, saubere Krete bekomme. Das nochmal so her. Schöne, saubere Spitze gibt. Das gleiche machen wir natürlich hier auch wieder. Rechts und links, das schön herfielen, bis es eine schöne, sättige Spitze gibt. Wer mit vielen schon nah dran ist, bei dieser Linie,
Ich kann den letzten Finish mit dieser Maschine hier machen. Die ist aber relativ laut. Darum Ohrschutz tragen. Und Schutzbrille. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Fingermulde, also eine Aussparung hier oben drauf, die macht, dass wir den Hebel nachher abdrücken können, der die Klinge frei machen tut. Ich das mit einem wasserfesten Filzstift einzeichnen. Und zwar, wie man hier so sieht, das ist der Hebel nachher, wir müssen ungefähr hier so eine Aussparung machen. Ungefähr da. So. So sieht das aus. Also, Schutzpackel da drin. Platine einspannen und nachher feilen. Mit der Halbrundfeile natürlich. Je nachdem, gegen wo man drückt, wird die Aussparung etwas grösser. So. Wichtig ist, dass man schön senkrecht tut, feilen und nicht irgendwie so oder so verkantet. So.
Komm. Wenn unsere Platine fertig sind, kommen wir zur Klinge. Die Klinge machen wir aus Messerstahl. Das ist Messerstahl 4034. Die Bezeichnung heisst, dass 0,4% Kohlenstoff im Eisen ist beigemischt, 1% Mangan und 13% Chrom. Das macht der Stahl rostfrei und der Kohlenstoff macht den Stahl härtbar. Das heisst, wenn man ihn erhitzt und abschreckt, wird er hart. Hier drauf tun wir unsere Klinge übertragen mit wasserfestem Filzstift. Und auch da, wo das Löchchen vom Reisnagel war, tun wir wieder das ankörnen. Man kann es vielleicht gleich durch das Karton durch machen. So. Bei diesem Punkt hier tun wir auch wieder mit 3,5 mm vorbohren und 4 mm nachbohren. Wie bereits bei der Platine, tun wir hier auch wieder für Holzunterlage bohren. Nehmen wir 3,5 mm bohren. Die Tourenzahl zurückstellen auf die mittlere Stufe. Wenn ihr so ein längs Metallstück habt, kann ich es gut in der Hand haben, sodass man es nicht umdreht. Also kann ich es genug sichern, brauche ich keine Feilkohlen. Weil das jetzt hat, das Metall ist und es nicht so heiß werden, tue ich es kühlen mit Bohröl. Wir sind genau das Körner wieder vom Rüdischen. Hier. Immer wieder kühlen. Gut festheben. Vor allem, wenn der Boden knapp durch das Metall durchgeht. Dann gut festheben. Nehmen wir den 4 mm Bohrer. Einspannen. Gut festhalten. Zirkus. Nach dem Bohren wieder Arbeitsplatz sauber aufwischen, Abfall weg, Bohrer im richtigen Ort versorgen. Nehmen wir hier. So, dass der Arbeitsplatz wieder parat ist für den nächsten. Wir tun übrigens auch hier noch heute das Loch entgraten, mit einem 10 mm Bohrer tun wir das hier rein und drehen, sodass der Grat abgeht. So.
So, Klingenkontur immer ja anzeichnen, das Loch ist drin. Bevor wir jetzt alles aussägen, tun wir nochmal unsere Platine hier draufstecken mit dem Stiftli, um zu kontrollieren, ob wirklich das passt. Breite stimmt, die Position ist etwa gut, wenn das Messer zusammenklappt, kommt die Klinge da vorne rein. Das sollte passen. Hier schaut die Klinge ein bisschen raus, das ist vielleicht nicht ganz so schön, aber jetzt. Wir machen das Messer so. Gut. Wie bei der Platine vorher, markiere ich mit wasserfestem Filzstift, markiere, wo ich durchsage. Ich mache das mit einer Linie. Das Blaue ist ja noch Abfall, also darf ich so nach wie möglich das Blaue hergehen. So. Hier sollte ich es so treffen. So. Und vielleicht hier noch so eine Sage. Und nachher dann noch so. Gut. So etwa möchten wir das Messer nachher ausschneiden. Zum Klingen aussagen, wie gesagt, diese Sage so her, dass ich in dieser Ebene, wo die Sage ist, meine Schultern ist und so schön kann sagen. So, Daumen herheben, mit dem Blatt schön da. Schön breit stehen, mit dem Oberkörper. Gegenheben und dann können wir wieder sagen. Nächstes Stück so einspannen, dass es möglichst nach dem Schraubstock ist, da wie bei der Platine. Daumen her. Mit ganz langen Eisensagestössen das ganze Blatt ausnutzen, durchsagen. Können wir anfangen zu sagen, kann man mit der Fiele, mit dem Teil, der hier die Zacke drin hat, einen kleinen Absatz drauf fielen. Damit man mit der Eisensäge besser ansetzen kann. Korrigieren mit der Sage so, dass die Sage gerade wieder aus dem Blau rausgeht. Immer wieder schauen. So. Die halbe blaue Linie ist noch drauf, das ist tipptopp.
schauen, dass ich nicht das Blaue wegsage. Ne? So, grob ist es draussen. Wie bei den Platinen vorher, tun wir die konvexen Flächen auf der Maschine schön rausschleifen, die konkaven Vorhang mit der Feil oder nachher mit der anderen Maschine. Das kennen wir. Schutzbrille, wir haben verschiedene. Die Linie hier, die wir ausschleifen. So, die Linie hier ist ganz schön gerade, die ist auch gut. Bevor ich weiter schleife, tue ich nochmal die Klingenkontur übertragen, das Kühlwasser abputzen. So. Die Schablone kommt nochmal drauf, dass wir nochmal nachzeichnen können, wie gross die Klinge genau ist. Aha, so. So. Okay. Also. Der Rest hier tun wir von Hang. Mit der Feile wegfielen, das kommt genauer und man sieht besser, was passiert als auf der Maschine. Zuerst nehmen wir die grobe, rauche Feile, Bastardfeile und dann nehmen wir die feine zum Rest machen. Yeah.
Alles, was blau ist, ist ja noch Abfall. Das kommt dann weg. Und der Rest. Das Blau muss weg und das unten dann muss bleiben stehen. Taugrundfiele für das. Wieder schauen, dass die Ecke schön scharf ist, dass man nicht darüber rüber schleift. So. Bevor wir jetzt hier bei Klingenwurzeln fertig noch die rausarbeiten, immer mal folgende Punkte markieren. Erstens, wir die Platine mal drauf haben mit dem Messingstift dazu. So, das passt genau zusammen. Und die hier mal markieren mit dem wasserfesten Filzstift, wo das der Griff herkommt auf der Klinge, oder? Oder mit anderen Worten, wie weit, dass der Griff über die Klinge kommt. So, das ist die erste Linie. Zweitens, wir markieren, bis wo das die Tasche, wo der Hammer reingreift, dafür kommt. Das machen wir folgendermaßen. Wenn das Messer ein Schiff wäre und im Wasser würde schwimmen, der Lineal ist die Wasserlinie, wo wäre das ungefähr waagerecht? Also so hat es der Spitz zu weit oben, hier hat es das Heck zu tief. Etwa so wäre die Wasserlinie waagerecht, wo die, das Messer sollte, so eine waagerechte Linie haben. Die gehen wir mal anzeichnen, und zwar oberhalb von der Achse. Das heisst so. Das ist nicht so absolut genau, das ist etwas, was man so ein nach Augenmäß muss machen. Also so. So etwa die Wasserlinie. He? Die wollen wir mal so anzeichnen. So. Nochmal nachziehen. So. Jetzt. Rechtwinklig dazu. Nehmen wir das Geodreieck. Hinter der Kante, wo der Griff drauf kommt, zeichnen wir die Linie, zeichnen, wo die Tasche drin kommt, wo das Hammerstück nachher reingreift. Also,
ist recht winklig, ne? Hier. Das ist ein rechter Winkel. Zu der Linie. Die Tasche, wo der Hammer greift, muss hinter dem Griff sein, oder? Dass man das nicht sieht. Also das ist verborgen im Griff innen. Jetzt machen wir, dass die Tasche nur etwa einen halben Zentimeter über die Achse herkommt. Dann haben wir auch das Gehörweg. Parallel zu der Wasserlinie tun wir 5 mm nach oben. Die Linie anzeichnen. So. Die Linie haben wir jetzt gemacht, parallel zu der hier nicht. Und in 8 Grad hingere geknickt, dass die Räder, dass die 90 Grad, die 8 Grad dazu. Durch die Mitte von der Achse eine Linie ziehen. Die hat 8 Grad. He? 8 Grad. Dann haben wir hier das, die Tasche, die wir die rausschneiden. Also, dass es dunkelblau ist. Das gibt nachher den Sack oder die Tasche, wo der Hammer nachher eingreift, wo das Messer hält. Nochmal, eins ist der Griff, zwei ist die Wasserlinie, das drei ist die Senkrechte zur Wasserlinie, die ist hinter der Grifflinie, oder? Das ist die vordere Kante der Tasche. Das 4 ist oberhalb vom Mittelpunkt der Parallele, 5 mm oberhalb von der Achse. Und die Linie 5 ist eine 8 Grad geneigte Linie zu der Wasserlinie, die durch einen Achsenmittelpunkt durchgeht. Klar. Gut. Jetzt geht es darum, die Verriegelungstasche, die hier dunkelblau ist, angezeichnet, so genau und exakt wie möglich rauszuschaffen. Wir tun innerhalb, also ins Blaue rein, mal sagen und tun dann den Vielen, bis es genau gerade zum Silberigen kommt. Dann müssen wir nicht zu weit sagen. Hier die 8 Grad. He? Damit wir das Teil hier rausbringen, sagen wir ein paar Mal rein und tun es nachher rausbrechen. Die grossen Bastardfeile nehmen wir mal das Gröbste noch weg. Um es jetzt ganz genau zu machen, tue ich die Alubacke weg.
Das sind gehärtete Stahlbacken. Ich spanne vorsichtig die Klinge so einspannen, dass nur noch genau. Jetzt ist es nicht scharf. He? Also ich spanne die Klinge so ein, dass nur noch ein schönes Blaue oben nachher oben den Backen raus schaut. So. Und dann fiele ich diesen Teil so raus. So. Wir sind mit der Fiele auf die Kette der Backen abgekommen. So kann ich nicht weiter runter und komme genau auf die blaue Linie. Feine Fiele, machen wir es noch feiner. So. Genau gleich machen wir es mit dieser Linie hier. Genau senkrecht, die Linie haben wir schon angezeichnet. Kommt es da drauf. So. Die Backen verhindern, dass ich zu weit runter fielen kann. Und mit meiner Fiele kann ich hier die stumpfe Seite nehmen gegen innen, sodass ich nicht mit der Rauche weiter rein fiele, also die stumpfe Seite gegen innen. Und so. Das schön so wegfielen. Am besten tun jetzt mit Schleifpapier das noch schön sauber nachher schleifen. Mit dem Schleifpapier unter die Fiele. Habe es vor und hinter. Und tue das so. Noch fein schleifen. So. Wichtig ist, dass diese Fläche wirklich pfeifengrad ist, sauber geschliffen und schön. Zum Schluss. Und noch die 8 Grad Linie, die haben wir auch schon angezeichnet hier. Die auch wieder den Schraubstock einspannen, sodass sie knapp raus schaut. Dann wird es auch hier weggefiert. Bis sie gerade knapp auf den Schraubstock kommen, wieder mit Schleifpapier 320er nehme ich. Das kommt unter die Fiele. Tue ich das hier super blank schleifen. So. Habe die Tasche mal parat. So sieht die Tasche nachher aus. Die Kante und die 8 Grad Kante sollten ganz schön glatt sein. Der Unterteil ist nicht ganz so optimal, aber den können wir noch ein bisschen schöner herkriegen. Das ist nicht so wesentlich wert.
Nachdem die Tasche super fertig ist, schleifen wir hier einen sauberen Radius dran. Hier klingen Wurzeln, nennt man das. Hier einen sauberen Radius dran schleifen. Das machen wir so. Wir die Klinge hier auf ein Hölzchen, wo ein 4 mm Stift drin ist. Und gehen mit dem fein in die Schleifmaschine und das sauber abschleifen. Wir gehen her, bis das Metall ankommt. Drehen wir mal so. Und nicht überall dran. So. Jetzt ist es schön, es ist über den Radius dran. Es geht eigentlich nur noch darum, hier bei der Klingenwurzel die Aussparung noch wegzumachen. Da kommt der Anschlag nachher her. Im Schraubstock tun wir Gummibacken rein, ein Stück einspannen und mit der Halbrundfiele die Sache da wegfielen. Soli. Die Klinge lassen wir mal so sein. Um einen Stift abzulängen aus einem Stab, tun wir entweder absagen oder abknipsen, abkluppen. Absagen tun wir Stifte, die vielleicht dicker als 3-4 mm sind. Tun wir sie einspannen mit der Schutzbacke. Stellen wir ein, wie viel das wir müssen haben. Zum Beispiel eben 20 mm. Die Distanz hier anheben. Und mit der Eisensäge hier drinnen abholen.
einstiften. Die wir natürlich mit der Zange abklemmen. So, Distanz abmessen. Mit dem Seitenschneiderteil von der Kombizange kann man das gut her. So. Oder Millimeter Stift natürlich auch. Abmessen. Und abklemmen. Der Stift ist natürlich nach dem Abhauen relativ scharfkantig. Und nicht schön, wir tun den auch sauber verputzen, wir tun ihn anfasen. Dazu tun wir ihn einspannen. So. Die nehmen oben zuerst super flach feilen. Bis er schön rund ist. Und dann mit der Feile drumherum eine Phase schön dran ziehen. So, wie sie nachher so aussieht. Die Rauch ist nicht gekantet nach dem Ablängen. Wie wir hier sehen, können wir auf der Maschine sauber machen. Und zwar so. Eine lange Stange tun wir auf der Seite, wo das Schleifpapier runterkommt, auf den Tisch legen. Schön auflegen. Und währenddem, dass wir es hier ein Schleifpapier haben, drehen wir sie drehen. Also die Bewegung mit der Hand machen, dass wir so die drehen. Sieht das so aus. So, dass wir vorne eine saubere, schöne Fläche bekommen. Dann tun wir es anfasen, nicht mehr auf dieser Seite, weil da kann es uns die Stäbchen zwischen abnehmen und die Maschine kaputt machen. Wir gehen auf die Seite, wo das Schleifpapier ab sich kommt. Die hier das Stäbchen hier haben und das schön fein drehen. Gibt nachher so eine schöne Phase dran. Das gleiche, wenn wir ein kleines Stück haben. Das tun wir freihändig auf der Seite, wo das Schleifpapier auf sich kommt, freihändig herheben. Bis die Fläche schön gerade ist. Und dann tun wir die Phase auch wieder drehen am aufsteigenden Schleifpapier. Wenn es zu heiß wird, kühlen wir das Metallstück kühlen in einem Wasserbad. So sehen die gefaserten Stifte nachher aus. So, die Teile, die wir hier haben, das ist eine Klinge und die Platine, die wir schon fertig gemacht haben. Jetzt werden wir das Verschlussstück machen. Das ist nachher das Stück, das wir hier auf unserer Schablone schon sehen. Etwa so müsste es werden. Wir fertigen das aus diesem Messerstahlstück hier. Das habe ich einen Abschnitt oder ein
Abfallstück sein. Wir kontrollieren nochmal, ob das wirklich zusammenpasst. Also die Markierung vom Griff auf der Klinge hier, ob das genau passt, so dass es oben nachher schön durchgeht. Wenn ja, kehren wir das Ganze mal. Und tue das Metallstück, das Messerstahlstück hier die Stelle, wo das Verschlussstück nachher muss herkommen. So. Fixiere das mit einer Grippzange. So, kontrolliere nochmal hinten drauf, ob die richtig stimmt. So, und die auch. Das Stück hier fixieren. So. Jetzt tun wir genau diese Verschlusstasche auf das Stück übertragen mit wasserfestem Filzstift. So, gebe den wasserfesten Filzstift im Spitz schön bis in die Ecke eine Linie zeigen, die da, die da hier. So nach wie möglich, so genau wie möglich in die Ecke von der Messerklinge das anzeigen. Auf der Rückseite zeichnen wir auch anzeichnen, wie gross das Verschlussstück darf sein. Und zwar auch wieder hier. So. Hier die Aussparung für den Finger, das braucht es natürlich nachher nicht. Aber bis dahinter muss das kommen. Irgendwie nachher öffnen so. So lange bis da muss das Verschlussstück nachher sein. Ich demontiere die Grippzange wieder. Auf dem Verschlussstückmaterial haben wir jetzt auf der Vorderseite die Markierung, wie gross das die Verschlusstasche ist. Und auf der Rückseite, wie gross das Verschlussstück selber öppen wird. Also der Teil hier können wir nachher abholen und hier drauf ist nachher der Vorderteil. Rot heisst, hier drin darf ich unter keinen Umständen dreisagen. Darum tue ich neu mit Blau anzeichnen, wo das ich mit der Eisensage jetzt schneiden will. So. Ich tue außerhalb vom Roten so, dass ich das nicht berühre. Vielleicht ein bisschen Zwischenraum lassen, blaue Linie ziehen. So, ist schon ziemlich knapp dran. Man sieht aber noch einen leichten silbrigen Spalt. Das gleiche hier. So. Ein leichter Spalt zwischen Rot und Blau. Das ist die Zugabe, die wir brauchen, um es nachher ganz genau anpassen. Was dunkelblau ist, da
Das kann ich wegschneiden. Bevor ich sage, tue ich noch markieren, wo ich das Stück trennen kann. Diesen Teil brauche ich, diesen Teil ist für jemand anderes. Also tue ich auch hier markieren, wo ich aussagen kann. So. Schutzbacken spanne ich das Verschlussstück ein. Ich sage, das blaue Stück mal grob weg. Ich darf das rote nicht berühren. Jetzt spanne ich das Verschlussstück ohne Schutzbacken so ein, dass ich genau wieder die blaue Linie gerade knapp noch sehe. Damit es wegen der Riffle hier, der Kette der Backen, nicht Abdrücke gibt, tue ich die Backen ein bisschen mit Klebeband schützen. Spannendes. Ähnlich haben wir das schon bei der Verschlusstasche auf der Klinge gemacht, so ein, dass gerade knapp das Blaue noch raus schaut. Lieber ein bisschen weiter aber so, dass noch ein bisschen Blau übrig bleibt, also ein bisschen verschwindet. Das Rote darf unter keinen Umständen angefeuert werden. So. Mit der Bastardfeile tue ich zuerst das Gröbste wegmachen und dann mit der feine Feile es noch fein machen. Der Teil hier ist ja Abfall, das spielt nicht so eine Rolle, aber hier muss es schön glatt sein. Und fein, der Teil tue ich noch ganz fein schleifen jetzt. Ich schleife es mit 150er Papier oder Feile. Wenn man hat, kann man auch so Schleifhölzer nehmen. Und mit dem 220er. So sieht das vorne aus. Das gleiche machen wir hier oben. Spannen es ein, so dass das Rote ganz sicher nicht vorne schaut und das Blaue vielleicht ein Mühe innen verschwindet.
wieder mit der Rauche. Bastardfeile zuerst grob wegnehmen. Bis ich wieder da auf die gekerteten Schraubstockbacken runterkomme. Feine Vieren, Nacken Vieren. Mit dem Schleifpapier. 150 zuerst. 220. Schleifen, so dass es schön, sauber, fein ist. Nachher